Gute, ihr lieben Makerlein. Wie ihr sehen könnt, komme ich gerade vom Kunden in Frankfurt. Im Büro wartet schon der OneHow Duplicator D7 Plus auf mich und ich würde sagen, Intro ab, ein bisschen B-Roll ab und dann sehen wir uns gleich im Büro und packen das Timer aus. Bis gleich. Ja, gut, ihr lieben Makerlein. Wie man sieht, da ist der Drucker. Da habe ich noch ein bisschen mehr was dazu bestellt. Ich würde sagen, wir fangen damit an. Nicht, dass das nicht interessant wäre, aber da freue ich mich am meisten drauf. Ich habe hier noch ein bisschen Filament mitbestellt. Und das werde ich auch, sobald es fotografiert ist und die Bilder dazu existieren oder die Produkte dazu eingepflegt sind, unten euch in die Videobeschreibung packen. Es sieht viel aus, ist es im Grunde genommen auch, aber alles, was hier drin ist, ist quasi ABS. Alles von Prima Filament. Bin ich persönlich ein ganz großer Fan von. Ich habe damals das ASA probiert, war begeistert, wie einfach sich das drucken lässt. Auch auf einem Prusa mit einem offenen Bauraum ohne Warping. Und wir hatten es in der Box und sobald die Leute die Einstellung wussten, waren die auch recht begeistert davon. Deswegen haben wir jetzt nochmal von Prima Filaments ABS in verschiedenen Farben gekauft. Also hier ist jetzt so ein helles Blau. Dann haben wir nochmal ein helles Grün. Also hell meine ich jetzt in dem Sinne. So ein helles Grasgrün. Schon ein bisschen giftig. Gucken, was haben wir da nochmal. Einmal schönes Rot. Sollte ein, ja, ganz normales Rot, genau. Dann haben wir nochmal Grün. Einmal Gelb. Wir haben, glaube ich, von jeder Farbe so ein bisschen was bestellt, weil ihr im, das ist Orange, weil ihr im Discord mehrfach nach ABS geschrien habt und euer Wunsch ist mir Befehl. Deswegen habe ich ABS in verschiedenen Farben bestellt. Einmal in Silber, in der Hoffnung, dass ich euch damit ein bisschen glücklich machen kann und ihr mal so ein paar Materialien zur Auswahl habt. Das ist schwarz, sehr cool. Auch nochmal schwarz. Und einmal finde ich auch mega cool die Farbe Weinrot. Also so ein dunkles Rot ist das. Burgunder schon fast, ja. Finde ich mega gut. Oh. Delivery Order, okay, das brauchen wir jetzt hier nicht. Verpackungsmaterial, alles geht rüber. So, ja, ich packe das mal rüber aus dem Weg. Jetzt kommen wir zu diesem guten Stück. Ich habe es im Intro schon erwähnt, es ist ein OneHow Duplicator 7 Plus. Das heißt, es ist also nicht der normale Duplicator, sondern ein etwas größeres Modell. Hab das bei 3D Prima im Online-Store gesehen, habe gedacht, das ist ein cooles Teil, hat eine recht große Baugröße von 120 in der Breite, 60 und 180 in der Höhe. Ist auch relativ erschwinglich, kostet unter 600 Euro. Und die hatten das gerade im Angebot gehabt und ich dachte mir, das Teil bestelle ich einfach mal mit. Passend dazu halt das Filament, das hat sich gerade zusammen ergeben. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Wieder das Trusty Knife her. Das Trusty Unboxing Messer. Zum Verständnis, erstens, das Gerät habe ich komplett selbst bezahlt. Es ist mir also weder von OneHow noch von 3D Prima oder Prima Filament zur Verfügung gestellt worden. Nein, das habe ich komplett mit einem eigenen Geld gekauft. Es ist also eine unbezahlte Dauerwerbesendung quasi. Ich werde das Teil jetzt nur auspacken, mal aufstellen und euch mal kurz ein bisschen was zeigen. Und ein detailliertes Review wird es vermutlich in den nächsten Tagen irgendwann geben, wenn ich das Ding mal ein bisschen ausführlich getestet habe, mal die ersten Sachen gedruckt habe und wirklich sagen kann, jo, ist top oder flop. Weil momentan kann ich wie bei der MMU von Prusa leider nur sagen, wie der erste Eindruck beim Unboxing ist, wie das Ganze von der Verarbeitung wirkt, wie das Ganze, was da alles dabei ist, wie das Gerät auf mich wirkt im ersten Moment,
wie es sich wirklich verhält. Beim Drucken oder sowas in Richtung werden wir dann in den nächsten Tagen rausfinden. Und dann gibt es auch nochmal eine etwas ausführlichere Review. Oder auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Ich hoffe es aber. Ich hoffe nicht, dass es so ein Kuddelmuddel wird wie bei der MMU. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Aufbau war ewig lange. War aber gut detailliert von Prusa, war ich recht begeistert. Das Problem war nur, die MMU hat danach nicht mehr richtig funktioniert. Weil verschiedene Sachen, Sensor und bestimmte Bauteile haben nicht richtig gepasst. Und er hat am Anfang recht gut gedruckt, hat aber dann später halt nachgelassen und dann irgendwann gar nicht mehr gedruckt. Und mittlerweile habe ich ihn hinten stehen, bin da schon bereits das nächste Projekt am Vorbereiten. So ein kleiner Spoiler jetzt von mir. Aber die MMU ist erstmal noch nicht drauf, weil die kommt dann später erst, wenn es dann wieder soweit ist, dass das Ding wieder funktioniert und ich einen neuen Sensor habe. Und ja, genau. Fangen wir doch mal an. Wenn wir das hier aufmachen, damit man es mal sieht, hier oben ist gleich mal so eine Notiz drin. One How D7 Plus Getting Started Guide. Okay, ja, yeah. Das ist also schon mal, damit ihr das seht, ein recht schöner Guide drin, wie ihr das Ding zusammenbaut. Hier auch, wie man das Ganze reinigt. Das wird wahrscheinlich ein sehr aufwendiger, nerviger Teil sein. Ich muss auch noch mal gucken, dass ich die Tage noch mal Isopropanol besorge. Habe ich jetzt momentan nichts mehr da oder nicht mehr viel da. Das reicht auf jeden Fall nicht mehr aus, um Teile zu reinigen. Ach ja, dann gibt es hier diese Protection Films, die man in das Druckbett unten reingeben kann, weil die verschleißen mit der Zeit. Finde ich sehr cool. Ich hatte schon mal, glaube ich, im Discord erwähnt, ich hatte bei Kickstarter von T3D, hatte ich einen Drucker unterstützt, das war der T3D, logischerweise. Der kam dann irgendwann nach gefühlt 3 Jahren aus Korea, glaube ich, waren das die Jungs. Ist von der Idee her ein cooles Teil, weil man im Grunde genommen erstmal nur den Drucker mit dem Steppermotor, mit der Kuppel drumherum bekommt. Ist ähnlich aufgebaut wie momentan andere Drucker auf dem Markt, mit dem einzigen Unterschied, dass man statt einem LCD-Display oder einem unten drin halt sein iPad einfach reinlegt. Das heißt also das Gerät oder sein Smartphone. Das heißt, das Gerät ist von der Größe her variabel. Man kann es also upgraden, indem man ein größeres Tablet unten reinpackt oder ein größeres Smartphone unten reinpackt. Einziges Manko ist halt, der Druck dauert länger. Und man braucht halt zwingenderweise ein Tablet oder ein Smartphone, um das Ganze zu betreiben. Vielleicht nicht nur das einzigste Manko, das andere Manko war halt, dass die Auflösung von dem Gerät auch davon abhängig ist, wie gut die Auflösung von dem Display vom Gerät ist. Aber das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr großartig das Problem bei den Tablets oder iPads, wie sie momentan alle rauskommen, ist, glaube ich, die Auflösung das geringste Problem. War ein cooles Gerät, hat mich nur gestört auch noch, dass die Jungs mit den Updates nicht hinterhergekommen sind und irgendwann hat er bei mir oben auf dem Schrank gestanden. Ich muss ihn mal wieder ausgraben und gucken, ob ich ihn zum Laufen kriege. Da gab es mittlerweile ein paar Updates. Zu Beginn konnte man nur ein paar Sachen drucken, die der Hersteller direkt mit der App mitgeliefert hat. Das war dann ein bisschen doof am Anfang, aber mittlerweile, glaube ich, kann man sogar eigene Objekte hochladen oder in die App reinladen. Muss ich mal gucken, wie das funktioniert. Und dann werde ich da auch mal einen Bericht drüber machen. Ja, so, jetzt muss ich mal hier ein bisschen vorsichtiger das Ganze hinter. Oh. Okay. Also man sieht schon, na, ja, das ist der Deckel. Da ist der Deckel schon mal. Oh, ja, okay. Oh. Muss ich doch wieder zur Seite legen. Ups, und das ganze Ding mal rausziehen. Da ist nichts mehr drin. Das heißt, ich mache ganz zur Seite oder mache ich es runter. Genau. Puh. Einer der wenigen Drucker, die ich jetzt mal nicht selbst zusammenbauen muss. Außer Deckel drauf und kalibrieren. Das muss man aber, glaube ich, bei jedem machen. Das war eigentlich außer dem Flying Bear Ghost, den ich von Chris mitgenommen habe, und den Ultimate, habe ich sonst keine Drucker hier, die ich nicht selbst zusammengebaut habe. Das ist echt nur schon gar keine DLP-Drucker. Aber gut, ich bin gespannt. Packen wir das mal aus. So. Nochmal gut eingepackt hier.
Ich muss sagen, so an sich macht der erstmal einen recht guten Eindruck. Also verpackt ist es echt gut. Da ist überall alles gepolstert mit Schaumstoff oder irgendwie festgezurrt, dass sich ja nichts lockert oder bewegt oder ungewollt irgendwie durch den Karton durchbewegt. Und was ist hier mit den... Kriege ich den damit durch? Ohne mir selbst weh zu tun? Nein. Ich brauche einen Knipper. Das ist ein recht großer Kabel. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Naja, okay. Gut. Das geht leicht. Das genauso leicht. Ja. Genau. Okay, das ist das Druckbett. Nicht schlecht, okay. Das ist eine UV-Beschichtung, gefällt mir. Nehmen wir das erstmal. Erstmal dahin, bevor wir alles auspacken. Ich freue mich in letzter Zeit, dass viele neue DLP-Drucker rauskommen, weil von der, vom Aufbau her sind die alle relativ simpel. Wir haben alle einen Z-Achsenmotor und einen LCD-Display hier unten drunter, was quasi durch UV dazu führt, dass es Kunstharz aushärtet. Das größte Manko an den Druckern ist immer noch der Gestank, der halt durch das Kunstharz zustande kommt. Und das ist auch, glaube ich, das, was viele Leute abschreckt. Erstens der Gestank, den ich immer wieder in den Videos von anderen auf YouTube sehe. Zum anderen aber auch das Thema mit, was das für eine Sauerei manchmal sein kann. Aber die Teile werden immer besser, das heißt, der Gestank wird immer weniger, die Teile werden immer günstiger, was mich auch sehr freut. Denn ich bin ein großer Fan von sowas in der Richtung und habe auch schon recht die erste Idee und Projekte, die ich umsetzen möchte. Wer kann mir sagen, was an dem Kabel hier falsch ist? Falschen Platz bestellt. Super, zum Glück habe ich noch genug Kabel da. Ja. Das kommt mal darüber. Genau. Verpackungsmaterial dahin. Und ich würde sagen, ach Moment, da ist ja noch eins. Ha! Doch nicht den falschen Plug bestellt. Nur das falsche ausgepackt. Okay. Ja. Was meint ihr? Interessiert ihr euch für solche Drucker? Sind die für euch eine Option als Alternative oder als Ergänzung für die FDM-Drucker, die ihr zu Hause stehen habt? Interessiert ihr euch überhaupt für DLP oder wollt ihr euch nicht so einen Stinker zu Hause ins Büro stellen? Was hält euch davon ab, so einen zu kaufen? Oder sagt ihr, nö, sowas kann ich noch gar nicht gebrauchen. Mit FDM komme ich momentan ganz gut klar. Ich habe, was weiß ich, einen Tevo zu Hause stehen oder einen Cruiser oder sonst was. Und damit komme ich super klar. Oder schreibt es mal uns unten in die Kommentare, würde mich super interessieren, wie ihr denn darüber denkt. Ach, cool. Das ist ja mal cool. Okay, die haben echt alles mitgeliefert. Sogar Handschuhe in schwarz, einen USB-Stick, ein Behälter, in dem man das Resin reinpacken kann, was wirklich UV-geschützt ist. So eine coole Aluflasche, in der so ein graues Resin schon mal drin ist. Finde ich mega gut. Gerade grau habe ich mir heute nur überlegt, könnte ich mir so ein cooles Lichtschwert oder sowas gucken. Da habe ich natürlich schon gleich was, wo ich die ersten Teile mit drucken kann. Das wird natürlich mega genial. Für diejenigen, die es interessiert, ich packe euch mal unten in die Videobeschreibung einen Link rein von einem Lichtschwert, was ich jetzt entdeckt habe. Was ich vor geraumer Zeit schon mal entdeckt habe, aber noch nicht gedruckt bekommen habe, weil ich halt keinen DLP-Drucker habe. Genau, das hier ist das Druckbett. Wie gesagt, die Größe sieht man hier, noch nicht so richtig, ist 120x68, glaube ich, was. Muss gleich nochmal gucken. Und die, von der Höhe her kommt der auf 180 mm. Ist schon nicht schlecht, muss ich sagen, also gefällt mir ganz gut. Der T3D drüben ist größer von der Druckfläche her, aber auch nur deswegen, weil ich die Druckfläche über das iPad quasi regeln kann.
und die einzigste Begrenzung wirklich das Behältnis ist und die ist da auch schon einen Ticken größer. Von der Höhe her ist der T3D nicht ganz so hoch, aber das Manko halt, ich kann meines Wissens momentan noch keine eigenen Dateien drucken oder konnte es zumindest mal nicht, als ich ihn getestet habe. Genau. Ja, so, dann packen wir noch den Deckel aus, die Haube aus und dann würde ich sagen, bauen wir alles zusammen und schauen uns mal an, wie wir das Ganze halt kalibriert bekommen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man es noch nie gemacht hat, beziehungsweise wenn man das das erste Mal macht. Das hat mich beim T3D auch ein bisschen irritiert am Anfang, weil es halt komplett anders ist eigentlich als beim, vom Gefühl her komplett anders ist als bei einem FDM-Drucker. Und ja, werden wir gleich mal schauen, wie einfach sich der Drucker handeln lässt. Ich bin mal gespannt, vor allen Dingen auch, wie das Ding sich am Schluss sauber machen lässt. Weil bei dem T3D war es eine Riesensauerei. Also der hat ja überall hingesifft danach. Ich bin mal gespannt, wie es hier ist. Es sieht so ein bisschen manierlicher aus auf jeden Fall schon mal. Oh. Nicht gut. Schon mal gleich eine Späne hier vom Metallbett. Naja, egal. Gut. Schnappen wir uns mal die Anleitung und dann gucken wir mal. Schritt 1. Download and install the software. Switch on the printer. Slicer Configuration. Ja, aber soll ich das Ding nicht erst einmal... Ich brauche doch noch nicht slicen, bevor ich nicht irgendwie das Ding zusammengebaut habe. Da fängt's an. Prepare Duplicator 7 Plus for printing. Genau. Okay, ja, das ist einfach. Und zwar... Ist da. Erst einmal das hier oben drauf. Das war einfach. Da gibt es zwei Schrauben hier, zwei Muttern. Die müssen da drauf, damit das Ding nicht wegläuft. Anfangen. Die haben dann auch hier so ein schönes Loch drin, damit die richtig schön bis unten hin festgezurrt werden können. Die soll man auch ein bisschen festziehen, aber ich ziehe die jetzt mal handwarm an. Ja, so dass es nicht hochgehoben werden kann, das passt schon mal. Wahrscheinlich, weil später halt entsprechend, ja, genau, weil da später dann halt entsprechend ein recht großer Druck entsteht, wenn das Ganze angehoben wird, damit es nicht abhebt. Gut. Schritt 2, Druckkopf oder Druckbett kommt hier oben rein. Wie rum? Die vier Schrauben an der Seite locker. Okay, wir lesen kann das gleich im Vorteil. So, das haben wir gelockert. Das heißt, das Ding wandert gerade wild umher. Super. Gut, und dann schiebe ich die Seite ohne Öffnung so und dann schiebe ich das quasi da runter und lasse es hier clevererweise entsprechend. Ja, okay, ich kapiere. Ja. So, und dann ist das, sind das hier wahrscheinlich unsere vier Bettlevel-Schrauben. Das ist schön. Okay. Ja. Das jetzt, oh, da sind noch zwei Schrauben schon. Wofür sind die? Das sieht mir nach Schrauben aus, mit denen man hier das Druckbett entsprechend festschrauben kann. Okay, die brauchen wir erstmal nicht. Die legen wir zur Seite zu dem Druckbettersatz. Genau. Und das nächste Schritt, Strom. Anschmeißen, runterfahren, leveln, Zeug reinschmeißen und drucken. Ich bin begeistert. So schnell habe ich noch nicht wirklich einen Druck hinbekommen. Okay. Ja, mit einem kurzen Akkuwechsel würde ich sagen, schließen wir das Teil jetzt mal am Strom an. Ich habe da unten schon eine Steckerleiste vorbereitet. Erstmal hier
Packungskram mal wegräumen. Das auch. Okay. Gut, die Stecker lasse ich mal da hoch. Gut. Und hier brauchen wir einen Laptop, über den wir slicen können. Den haben wir auch gleich. Die besagte App runter, sofern ich das noch finde. OneHopePrinter.com Download Software D7 Plus. Okay, gut. OneHopePrinter.com. Schauen wir mal, ob man die Seite lesen kann und nicht, dass die Seite auf Chinesisch oder sowas ist. Nein, ist sie nicht. Wunderbar. Und dann... Ja. Ah, da. Download Software, okay. Duplicator 7 Plus. Download Mac. Sehr schön, die gibt es sogar von Mac. Nein, danke. Weiter zur Ansicht. Liegt auf Dropbox. Kann man also ganz einfach runterladen. Sogar ohne Konto, Gott sei Dank. Ja, ist am Runterladen. Da ist es. Oh. Das Image konnte nicht geöffnet werden. Das ist nicht gut. Ja, und das ist auch schon der erste Downer. Scheinbar nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch andere Leute, die auf Dropbox entsprechend was kommentiert haben, dass die Software, die OneHow auf der Webseite zum Download anbietet, anscheinend leider nicht geöffnet werden kann. Das heißt also, beim Mac ist es jetzt ein Disk-Image, was man normalerweise öffnet, da drin die Software findet und dann diese rüberzieht auf den Rechner. Unter Windows ist es einfach eine Exe. Und dieses Disk-Image auf dem Mac funktioniert einfach nicht. Ja, ist ein Downer. Muss ich den Support anschreiben, ist schade. Aber nichtsdestotrotz scheint was zu sein. Und zwar gibt es auf einer Seite, im Prinzip einem Link von OneHow, entsprechend eine App, die man runterladen kann. Die ist auf Amazon S3 gespeichert. Das wird auch direkt von OneHow in Frankreich entsprechend verlinkt. Auf der Webseite von OneHow in Frankreich, wo man die Software eigentlich kaufen kann, in Englisch und Französisch. Und die verlinken auf eine Webseite von Amazon entsprechend. Also ist nicht in Amazon, wie das Otto Normalverbraucher kennt, sondern Amazon S3. Das ist so ein Speicherservice von Amazon, wo auch zum Beispiel Dropbox gehostet wird und andere Applikationen hat. Und dort findet man einen Download-Link, über welchen man für Windows und PC entsprechend für D7 und D8 Drucker, gehe ich mal von aus, die Software herunterladen kann. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist hier der OneHow D7 Workshop. Bin mal gespannt, ob das die richtige App ist. Ah, ich hoffe es mal. Ja, hier oben, also in der Anleitung sehe ich D7 Workshop, das scheint es zu sein. Ist auf jeden Fall meine App. Ich mache die mal auf und mal gucken, was dabei rumkommt. Rhino Edition, okay, ja. Checking for Updates. Okay. Genau. OneHow scheint für diese Software eine Lizenz bereitzustellen. Oder die kann man sich kaufen in deren Online-Store. Das ist die französische Seite, die ich gerade eben erwähnt habe. Beim Kauf eines solchen Druckers bekommt man automatisch eine Lizenz mit dazu. Das heißt also, sollte man diese Software für ein anderes Gerät nutzen, für einen anderen DLP-Drucker nutzen, muss man die anscheinend extra kaufen oder kann man die extra kaufen und kann es damit wahrscheinlich auch benutzen. Ich würde sagen, ich registriere mich jetzt mal kurz bei OneHow, gucke, dass ich die Lizenz bekomme und dann
kalibrieren wir den Drucker mal und versuchen den ersten Druck mal zu starten. In diesem Sinne, bis gleich. Während wir jetzt auf den Lizenzschlüssel warten, würde ich sagen, schmeißen wir das Teil doch mal an und leveln einfach mal das Bett, dass der Drucker schon mal so weit druckbereit ist und wir nur noch den Lizenzschlüssel brauchen, um das erste Objekt zu slicen und zu drucken. Im Guide selbst steht drin, dass man den Drucker erstmal an Strom anschließen soll. Das ist erledigt. Dann erstmal anschmeißen. Dann erstmal anschmeißen und kann ich schon mal sagen, das Ding macht einen riesen Lärm. Okay, Laptop zu, Spachtel zur Seite, Handschuhe zur Seite. Handschuhe habe ich noch genug hier, das können wir die aber trotzdem noch nutzen. Den USB-Stick an sich, ja, finde ich ganz cool. Zumindest mal vom Design her. Das kann auch erstmal zur Seite. Da habe ich zum Glück auch noch Magenta und Gelb von dem anderen Drucker da. Ich hoffe mal, dass das soweit passt. Und dann würde ich sagen, schauen wir erst einmal, was denn hier auf dem Display angezeigt wird. Lustig ist, wenn man sich hier das Display anguckt, wird hier unter Print immer noch eine FDM-Norme angezeigt vom Druckkopf und ein paar Layer, die er gerade druckt. Finde ich lustig, weil das eigentlich so gar nicht vom Prinzip her funktioniert, aber okay, ja, wer bin ich, das zu beurteilen? Ja. Okay, wir sollen also langsam oder behutsam entsprechend die, ja, vielleicht machen wir es doch sogar aus. Langsam und behutsam die Druckplattform runterdrücken. Jetzt hat er die Druckplattform einen Punkt erreicht, okay. Wo das Display, also die Druckplattform schon gegen das Display stößt und der Abstand langsam geringer wird. Und genau da werde ich jetzt auch mal die Schrauben hier festziehen. In der Hoffnung, dass das so richtig ist. Es ist einfacher, muss ich sagen, als die Mechanik, die man so von FDM-Druckern her kennt, wo man dann halt bei manchen auch leider Gottes mit vier Schrauben arbeiten muss, damit man das Bett leveln kann. Hier ist es tatsächlich einfacher, denn man lässt einfach nur die Z-Achse herunter und sobald das Bett mit dem Display kollidiert, nicht stark, deswegen soll man sanft runterdrücken, sobald es kollidiert und langsam nachgibt das Druckbett, kann man die Schrauben festziehen und dann ist es eigentlich schon ausgelevelt. Ich hoffe, dass ich das jetzt soweit richtig gemacht habe und es soweit passt. Ich ziehe nochmal hier. Okay. Mir auch ganz gut aus. Ja, genau. Gut, da der Lizenzschlüssel jetzt fehlt, um das erste Objekt zu slicen, würde ich sagen, gibt es zum Abschluss noch mal ein paar schöne Aufnahmen vom Drucker selbst. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal. Es kommen demnächst noch ein paar andere spannende Videos. Dementsprechend aktiviert die Glocke, wenn ihr keins davon verpassen wollt. Ich wünsche euch einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, happy printing!